Guten Morgen, Skat-Freunde. Willkommen in meinem kleinen Homeoffice. Gestern Abend gab es hier was zu tun. Skat Rocket Monatsmission Mai. Das heißt, das fünfte Mal die Gelegenheit für 7 Spieler, sich direkt ein Ticket fürs große Rocket-Jahresfinale zu ziehen. Ja, und das kann ich euch sagen. Im letzten Zyklus war es schon verdammt anspruchsvoll, sich für diese Monatsmission zu qualifizieren. Sehr viele Teilnehmer, sehr hohe Ergebnisse, war also richtig umkämpft. Bin ich froh, dass mir das gelungen ist, denn auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch ein hoher, attraktiver Jackpot. Und auch in diesem Turnier gibt es neben den 7 Finalplätzen noch weitere Geldpreise. Also freue ich mich, dass ich dabei bin, und dann starten wir hier mal in die erste Serie. Gespielt werden also 3x12 Spiele, 48 Teilnehmer. Ja, und was wird man brauchen? Erfahrungsgemäß so 1300 Punkte, das wäre ideal, oder ein bisschen mehr. Aber das ist natürlich nicht planbar beim Skat, das weiß man nie, ob es die Karte hergibt. Also einfach hier gerade in der ersten von 3 Serien mal ganz ruhig ins Turnier starten und schauen, was die Karte hergibt. Erstes Spiel, Herz wird gespielt. Ich finde gleich im Aufschlag hier die Stechfarbe, habe 4 Trumpf dagegen und eine Farbe frei. Also ausgesprochen hoffnungsfroh bin ich, dass hier in dem Spiel was geht. So, nun geht uns das Trumpf Ass verlustig, aber das war auch nicht zu verhindern, denn mein Partner hat nur das Trumpf Ass, also 6 Trumpf, und hier stark gespielt vom Spieler 3. Der spielt einmal von oben und dann Trumpf von unten, hat also noch einen dunklen Buben in der Hand, hat gehofft, dass die Trümpfe jetzt 2 zu 1 stehen. Aber ich habe sie alle drei und darf jetzt natürlich überlegen, wie setze ich fort. War schon kurz davor, einen Buben zu spielen, um die Karo 10 abzusichern, aber dann habe ich mir gedacht, nee, mein Partner hätte doch wahrscheinlich Karo 10 gelegt, wenn er die noch hat. Und deswegen spiele ich jetzt Karo Dame weiter. Denke mal, dass die Karo 10 im Keller ist. Ja, aber der Spieler sticht und Karo 10 ist nochmal bei meinem Partner. Also da habe ich ihn falsch eingeschätzt. Das hat er andersrum gespielt. Dann hoffe ich mal, dass uns dieser volle hinten raus nicht fehlt. So, Kreuz Ass hat er auch noch. Jetzt kommt meine Zeit. Ich steche erstmal ein. So, dann denke ich mal, einen Zwischenzug Karo kann ich noch spielen. Dann Pik rüber und dann gucken wir mal, ob in der Beikarte die Schwäche ist. Nein, ist sie nicht. Pik 10 kommt von meinem Partner, aber Pik Ass auch noch beim Alleinspiel und Kreuz 10. Also eine geschlossene Beikarte mit Ass 10 Lusche und Ass. Da haben wir natürlich keine Chance. Dann sind wir mit 44 Augen schon ganz schön weit gekommen. So, zweites Spiel. 20 wollen wir sagen, aber das ist natürlich auch das absolute Maximum, was hier geht. Schon durchaus ein bisschen gewagt. Wenn ich dieses Spiel bekomme, dann wird es wahrscheinlich auch kein leichter Gang. Ganz egal, ob es nun der Herz wird oder zum Pik oder Kreuz. Aber der Spieler in Mittelhand reißt die Initiative hier an sich, beziehungsweise lässt sie sich nicht aus der Hand nehmen. Und er spielt Karo, der dann wohl vermutlich mindestens ohne 2 ist. Pik im Aufschlag, komme ich ran. Also Alleinspieler hat geschnippelt, das heißt die Pik 10, der siebte Pik ganz sicher noch bei meinem Partner, 3 Augen für uns. Ja, und weil das Spiel natürlich ohne 2 sein muss, oder sehr wahrscheinlich ohne 2 ist, bleibe ich hier erstmal unter. Das klappt auch, 7 Augen, jetzt Pik 10, wunderbar, mit Überstich, 23. Ja, und weil ich jetzt natürlich vermute, dass der Spieler noch auf einer bestellten 10 sitzt, möchte ich nicht am Ende selber damit antanzen müssen mit der Farbe, also einmal den Buben abspielen, der hier blank steht. So, da sind wir bei 32. Und jetzt sollte ich natürlich idealerweise nicht unbedingt ihm die 10 hochspielen, sondern das Ass stechen, treffen, was er stechen muss, oder die Farbe, wenn er denn eine Stechfarbe jetzt hat. Ja, nämlich die längste Farbe ist, glaube ich, die beste Chance. Und das hat auch schon mal hingehauen. Jetzt können wir hier in Kreuz in den Schnitt gehen. Jagd auf die Kreuz 10, aber das ist gar nicht nötig. Die ist bei meinem Partner. So, und der haut da die Trumpf 10, die Herz 10 auf den Tisch. Gut, jetzt müssten wir Rest haben, denn der letzte Trumpf ist bei meinem Partner und das hat gerade noch so gereicht. 60 Augen, also eigentlich die Herz 10 nicht so besonders stark gespielt von meinem Partner. Der sollte da besser Trumpf Lusche spielen. Wenn der Spieler jetzt den Herz König im Keller gehabt hätte, dann hätte er das Spiel gewonnen mit 61. So hat er die beiden Luschen gedrückt und kommt deswegen nur auf 60. Also ein bisschen glücklich hier durchaus für uns, dass das so ein schwaches Spiel war. Dritter Versuch, das ist natürlich bei mir wieder nichts, also bleib ich erst noch mal in Deckung. 22er Reizung, Herz, also wieder ein Spiel ohne Zweien aufwärts.
immer vorausgesetzt, dass das nicht mal so ein stiller Schneider ist, aber das sind ja die seltenen Varianten. Ah, und da fällt schon Herz Bube auf die Lusche, also wahrscheinlich ein Siebentrümpfer, ne? Hätte ich dann auch direkt übernehmen können. Andererseits, vielleicht ist ja noch die Trumpf-Lusche bei meinem Partner. Nee, ach du Elend, 7 Trumpf mit Ass, 10 Ass an der Seite, also ein Spiel der Kategorie. Schön, wenn man es bekommt, aber langweilig beim Zuschauen. Ja, das ist auch nichts. Das ist schon mal ein bisschen mehr als die letzte Hand, aber einfach zu wenig, ja, und dann auch wird genau wieder Pik gespielt, wo ich nur 3 Trumpf habe. Nirgendwo eine Chance, irgendwas loszuwerden, irgendwas zu wimmeln, deswegen gehe ich hier auch direkt über die Vollen. So, Kreuz König vielleicht noch bestellt beim Alleinspieler. Naja, dann kann mein Partner einmal wimmeln und einmal stechen. Nee, ist aber nicht der Fall. Kreuz König ist im Keller. Spieler nimmt mit. Dann müssen wir jetzt natürlich den siebten hier bringen, die Dame. Das ist ja der einzige Vorteil aus dieser Eröffnung, dass wir hier jetzt einmal einen Überstich provozieren können. Der passiert auch, damit wird mein Herz Bube noch einen Stich machen. Gut, aber wenn die Beikarte nicht sehr löchrig ist, dann wird uns das nicht reichen. Wobei, jetzt noch Karo 10 bei meinem Partner und Herz 10. Ah, Karo 10 ist gedrückt, damit kommen wir nicht ganz hin, damit kommen wir nur auf 56. Das war den Versuch wert, wobei der Spieler sonst vermutlich nicht Trumpf rausgespielt hätte, wenn er die Karo 10 nicht gedrückt hätte, dann hätte er vielleicht eher Herz von oben und von unten gespielt und sich eine Herz-Lusche hochgespielt. So, fünftes Spiel, das muss es doch jetzt für mich mal sein, das muss meine erste Hausnummer werden. 7 Trumpf mit Seitenass und Kreuz-Buben, also das Ding würde ich bis 33 erstmal ohne zu überlegen reizen auf Pikant, aber ich komme für 20 ran. Und eine Traumfindung, 21 Augen. Ja, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, Taube oder Spatz, Grang oder Pik? Der Grang kann theoretisch natürlich sogar Schneider schwarz werden, wenn die Buben verteilt sitzen und Pik 10 blank ist. Aber, ihr Lieben, da gibt es ein paar kleine Gegenargumente, und das erste ist mal, dass wir da eine Reizung im Spiel haben. Was hat Vorhand gereizt, wenn der nicht mindestens 2 Buben hat oder irgendeine Farblänge? Also, dass die Karte hier glatt steht, das ist nicht zu vermuten, und zusätzlich meine längste Farbe, die ist nicht geschlossen, da fehlt mir die 10 und ich habe kein einziges Kreuz im Keller, und deswegen sage ich nein, der Grang ist einfach ein Tick zu riskant, auch wenn er verlockend aussieht. Wir wollen mal lieber mit einem soliden Pik ins Turnier starten, der hat eine sehr gute Schneiderchance, bevor wir hier aus Versehen gleich mit einem Beetspiel starten. Und da ist es schon passiert, Pik Bube geht raus, also nur noch ein Stich für die Gegner, ich zeige die Karte direkt. Also Buben waren verteilt, überraschenderweise, Pik natürlich nicht, also der Grang wäre vermutlich gegangen, aber das war ein mir etwas zu großes Risiko. So, und jetzt haben wir hier wieder einen Bildersalat vom Allerfeinsten. Spieler 1, wenig überraschend, spielt bei keiner weiteren Reizung einen Grang. Ich greife hier irgendwo ein bisschen willenlos rein. Ihr seht es aber, war völlig egal. Wir haben unseren einen Stich gemacht und damit ist das Spiel schon erledigt. So, na gut, 18 können wir halten mit 5 Trumpf und 2 Assen, weil wir in Vorhand sind. Natürlich bräuchten wir hier noch eine Verstärkungsfindung. Nee, aber wo 20 geboten wird, da sind wir natürlich sofort raus. Ein Karo-Hand ist das ja nun auf keinen Fall, aber vor allen Dingen auch schon 2 Gegenreizungen sprechen nicht unbedingt dafür, dass wir in diesem Spiel auf der Sonnenseite stehen. So, ich ziehe hier schon mal vor, Herz 9, blankes Ausspiel, schneller als der Schatten, ja, wird aber nichts, denn der Spieler spielt Herz, und dann ist Trumpf Lusche vielleicht doch nicht die beste Idee. Ich öffne hier jetzt mal unkonventionell auf den langen Weg eine lange Farbe. Warum? Weil ich einfach nicht meine dunklen Asse spielen möchte, da ich den Verdacht habe, dass der Spieler in Kreuz oder Pik irgendwo auf dem Drilling sitzt, auf einer 10 sitzt, und die möchte ich ihm nicht hochspielen. Und dann war noch die 18er Reizung von meinem Partner, und so ist es auch. Karo Ass bei meinem Partner wird zwar gestochen, dafür ist die Karte geklärt, zumindest ein Stück weit, und ich weiß, Kreuz und Pik Ass, die werden hier noch was bewegen. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt und ob ich da ein bisschen den Durchblick bekomme, in welcher Farbe wir am meisten rausholen können. Ich bleibe bei Karo,
Oh, und da geht die 10 natürlich auch rüber. Das sieht schon erstmal gut aus für einen Alleinspieler. Vier Volle hat er hier in Karo nach Hause gestochen. Wie gesagt, habe ich nur gemacht, weil natürlich in Kreuz und Pik jetzt noch meine Zeit kommt. So, und da mischt sich mein Partner auch ein mit dem Trumpfzug. Und Trumpf König vom Alleinspieler. Also irgendwas ist hier nicht so ganz koscher an dem Stich. Ich glaube, es fehlt jetzt nur noch Herz Bube. Und wenn mein Partner Herz Bube noch hat, was ich an sich fast glaube, dann hätte er natürlich besser den Herzbuben gespielt statt dem Kreuzbuben, um mir das deutlicher zu zeigen. So muss ich dann ein bisschen spekulieren, aber ich denke doch, dass mein Partner den letzten Trumpf noch hat. Deswegen hier erstmal die Pik Dame rein. Ja, und das spricht jetzt natürlich auch, wo der Alleinspieler schon so viele Augen gestochen hat, dafür erstmal rauszunehmen und einfach Karo weiterzuspielen. Ja, und da kommt die Pik 10 und das ist doch das Zeichen. In der Tat, mein Partner hat den letzten Trumpf, deswegen kann er da so bedenkenlos wimmeln und dann ist es egal, ob ich Karo Lusche erst spiele oder Pik Lusche, wir haben jedenfalls Rest. Ja, und das sollte doch jetzt noch reichen für uns. 65 Augen, also da gehen die ersten Betspielpunkte, oder es sind gar nicht die ersten, da kommen die nächsten 40 Punkte rein. Und jetzt ein schöner Ansatz. Also sagen wir mal, ein Ansatz. Wie schön der ist, wird sich zeigen, aber mit zwei Assen zu dritt und zwei Buben sage ich natürlich 18. Komm auch direkt ran. So, jetzt, wie wäre es mal wieder mit Kreuz Bube, ne? Oder irgendeiner roten Karte. Also sehr viele Chancen hier gut zu finden. Ah, Pik 9, Kreuz 9. Das ist doch wieder nicht zu fassen. Manchmal, aber nur manchmal, könnte ich dieses Spiel. Ah, jetzt haben wir aber eine schwere Aufgabe zu bewältigen. Also das wird schwer. Das muss ja super glatt schon stehen und auch noch günstig laufen. Ich dachte hier in Hinterhand erst, vielleicht ein und eindrücken und dann denke ich, nee, in dem Fall doch vielleicht lieber zwei aus einer Farbe. Ja, und dann spielen wir mal den Herz und hoffen, dass Pik erstmal auf den Tisch kommt. Und dann, das hat schon mal hingehauen. Auch mit Bild nicht schlecht. Das ist schon mal ein guter Start. Aber das Spiel ist natürlich immer noch schwierig mit dieser löchrigen Beikarte. Ich habe nicht mal jetzt einen Doppelläufer, den ich direkt hinziehen kann. So, an Pik 10 komme ich vermutlich auch nicht ran. Nee, wäre ich nicht rangekommen. Gut, dafür bin ich jetzt einigermaßen günstig meine beiden Kreuzen losgeworden. Auf der anderen Seite wiederum ist die Karte jetzt natürlich stark verraten und in Karo konnte jetzt hier auch die erste Lusche abgeworfen werden. Eieieiei. Ja, und da kommt's Knüppeldicke, der Kreuzvolle geht nicht rauf. Wie gesagt, ist ja auch verraten. Ja, wenn ich jetzt steche, stehe ich erst auf 38. Trumpf raus, so wird mir der andere Bube abgezogen. Ja, selbst wenn ich dann an die Karo 10 rankomme, komme ich ja wohl nur auf 59. Also das ist zu wenig. Das dürfte zu wenig sein. Ich glaube. Ja, ich habe keine richtig guten Optionen. Ich glaube, abwerfen ist noch das Beste. Hoffen, dass jetzt Kreuz nochmal kommt, ich dann stechen kann und Trumpf raus und dann hinten mir die Karo 10 vielleicht angeln kann. Nee, aber den Gefallen tut mir Spieler 1 nicht. Jetzt kommt Karo, das ist natürlich sauber gespielt, muss man sagen. Denn jetzt kann ich nicht schnippeln. Wenn ich schnippel, dann ist mein Karo Ass verloren. Also muss ich rausnehmen. Ja, jetzt einfach Trumpf wieder rausspielen, hoffen, dass der Richtige rankommt, der nicht die Karo 10 hat. Das ist auch der Fall, aber der spielt es jetzt gut in dem Moment. Jetzt spielt er hier Trumpf rüber, damit er auf Karo 10 noch Kreuz vollen versenken kann und das ist natürlich dann für mich nicht zu lösen. Ja, 56, einfach eine miese Findung und in dem Moment gut vorgetragen von den Gegnern, da muss man auch den Hut vorziehen, also konnte ich das Spiel nicht gewinnen. Ja, nee, und wir sind auch schon in Spiel 9 und jetzt habe ich hier wieder nichts, also da macht sich so ein wenig die erste Ernüchterung schon wieder breit, wie beim Skat. Ich glaube, so viel Fehler habe ich eigentlich noch gar nicht gemacht. Aber beim Skat wirst du eben manchmal auch bestraft, ohne dass du was falsch machst, beziehungsweise du wirst einfach nicht belohnt. Du musst kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und manchmal ist das eben ein brotloses Geschäft. So, jetzt spielen wir hier wieder gegen einen Grang. Buben waren verteilt, es geht hier wohl mutmaßlich nur um Schneider frei, das ist hier unser Ziel. So wird es gelingen, werden wir hier noch Stiche machen. Aha, gut, in Kreuz kommen wir. Robben wir über Kreuz jetzt noch aus dem Schneider raus. Pik 10 habe ich angeboten, dafür kriegen wir jetzt hier ein bisschen Kompensation, 35 Augen.
Ja, nee, ne? Das sieht also hier auch nicht wie ein Spiel aus. Auf 20 gepasst von meinem Partner. Natürlich spiele ich Herz aus. Durch die Reizung wird das nur noch unterstützt. Blank ist hier sicher immer gut. Und ja, da hat er gleich zugeschnappt. Also schade, dass das gleich so ein fetter Stich war, dass ich auch noch ein Herzbild dabei hatte. Gut, aber nützt ja nichts. So, Herz kommt nach und das ist natürlich jetzt an sich zu wenig. Überstechend macht den Spieler zwar Trumpf kurz, aber wenn es ein Sechstrümpfer ist, dann ist es natürlich nicht unbedingt vorteilhaft, wenn ich mit meinen drei Trümpfen da übersteche. Außerdem sind die Augen auch nicht besonders attraktiv. Ja, ich habe aber auch gar nicht so einen richtig guten Abwurf, ne? Pik König zu dritt ist, soll auch noch seinen Stich machen. Dann wollen wir eher uns schon mal in Karo kürzen, dass wir da an die 10 rankommen. So, und jetzt hänge ich hier wieder im Stich. Gut, Karo wollen wir nicht spielen, da vermuten wir die 10. Also Pik Lusche und Pik Ass auch noch bei meinem Partner. Das ist natürlich schon eine Überraschung. Das ist nicht schlecht. Dann kann jetzt nochmal Herz hinterherkommen. So, und was wirft er ab? Karo. Also das stinkt hier natürlich ein bisschen. Ihr seht das, ich habe hier den Pik König schon in der Hand und dann denke ich, nee, Pik sticht doch wahrscheinlich mein Partner. Der Spieler hat vermutlich noch Pik 10 Dame in der Hand. Wirf dich mal auch in Karo kurz, denke ich mir. Ja, und jetzt kommt Herz Ass hinterher, wird gestochen mit Kreuz Bube. Und da sieht man, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Pik König wäre doch besser gewesen, dann hätte ich jetzt die letzte Pik Lusche fallen lassen können. Gut, andererseits, jetzt soll mein Partner stechen. Ja, ah, und da kommt die Konstellation, die ich so ein bisschen aus dem Auge verloren habe. Pik Dame noch bei meinem Partner. Jetzt kriegt er das Herz Ass mit dem Alten festgestochen und jetzt hier noch 17 Augen in Pik. Das war natürlich jetzt schusselig. Da hätte ich wohl sogar unterstechen können. Dann hätten wir 2 Augen mehr und er gewinnt genau mit 61. Was bin ich denn für ein Fisch in dem Moment? Den habe ich schlecht gespielt. Aber hilft nichts, längst passiert. Analysieren kann ich den später nochmal. Nachtrauern bringt nichts. Weiter fokussieren. Nächster Versuch. Und ich habe jetzt ein Blatt, was stärker ist als die meisten, die ich hier gesehen habe. Und dann komme ich hier für 27 nicht ran. Und das ist ärgerlich. Das sind Schmerzen. Aber wir sitzen in Hinterhand. Wir haben nicht den Kreuzbuben. Und wir haben eine Reizung auch aus Mittelhand. Also es wäre wohl einfach ein Selbstmord auf Ansage, jetzt das Ding noch höher zu ziehen, auf Kreuzhand oder sowas oder gar in den Skat zu schauen. Es ist manchmal so, das Spiel sah aus, als gehörte es mir, doch das hat getäuscht. Dann wollen wir mal schauen, ob Spieler 3 denn hier wenigstens ein gutes Spiel hat. Auf jeden Fall wohl wieder ein Spiel ohne 2 mindestens. Und ich bin eine Farbe frei. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das Spiel jetzt dem Spieler madig machen. Also gleich mal hier rein ins Vergnügen mit Karo Lusche. Gut getroffen. Er will auch nicht abwerfen. Er will seine Trumpfvollen nach Hause bringen. Ja, und das liegt daran, dass er nur 5 Trümpfe hat, ohne 4 sogar. Also der Kreuzbube noch bei meinem Partner. Ja, und wo Trumpf so artig bei uns 3 zu 3 steht, haue ich natürlich in die gleiche Kerbe nochmal rein. Ja, und der Spieler hat seine Trumpf 10 zwar gerettet, aber insgesamt hat er natürlich keine besonders gute Ausbeute in Karo gemacht. Er hat gerade mal 3 Augen rausgestochen und hat jetzt nur noch einen Trumpf. Ja, und deswegen muss er über die Dörfer und jetzt schlägt natürlich die Stunde von meiner Trumpflusche. Und jetzt die Überlegung, wie fortsetzen. Wahrscheinlich steht der Spieler ja noch in der bestellten Kreuz 10. Irgendeine Stärke muss er ja haben, sonst hätte er vielleicht auch eher eine blanke Kreuzlusche oder sowas auf Karo Lusche abgeworfen. Also Kreuz möchte ich ihm nicht hochspielen. Ich denke aber, er muss ja an sich Karo König im Keller haben. Irgendwas muss er gedrückt haben. Also ich denke, Karo 10 ist hier eine plausible Karte. Überstich von meinem Partner, dann Kreuz rüber. Und ich habe noch Karo Ass vorzusetzen, aber was ist das? Da wirft er ab, Kreuz Lusche. Oh nein, das gefällt mir nicht. Denn Herz 10 muss er jetzt auch noch bedienen. Warum hat er den Kreuz Lusche abgeworfen? Nein, 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 nein. Guckt es euch an. Mit 61 gewinnt der Spieler jetzt ein Ding ohne 4.
Dann hat er doch sicher auch die Kreuz 10 sogar noch im Keller. Ah, wenn mein Partner übersteht, haben wir Rest. Ah, das ist ärgerlich. Da hatte er eine andere Idee. Die Kreuz Lusche wird wohl blank gewesen sein. Eieieiei, das war ja jetzt übel. Da kann man sich auch immer so schön ärgern, muss man sagen. Erst selber einen vermurmelt und jetzt mein Partner. Also, das war jetzt zweimal nicht so besonders glücklich. So, wegwischen. Kreuz Bube gefunden. Eine gute Findung. Da wissen wir, was wir zu drücken haben. Acht Augen in den Keller. Kreuz wird Trumpf. Ja, und dann mal sehen, dass wir das Ding jetzt erst noch mal gewinnen. Trumpf sitzt schon mal artig und Pik Ass. Okay, das ist gut. 28 Augen. Damit ist das Ding gewonnen. Jetzt geht es nur noch um Schneider, wenn Pik Bube blank sitzt. Aber nee, also irgendwie so ein bisschen der Wurm drin ist ja heute auch, ne? Dass da jetzt gleich wieder vier Trumpf dagegen stehen, da kann ich ja schon froh sein, dass direkt Pik Ass kam. Das hat es mir hier ein bisschen leichter gemacht. Also natürlich gewonnen, aber meilenweit von einer Schneider-Idee entfernt. So. Und da ist das erste Drittel auch schon hinter uns. Und was steht bei mir zu Buche? 2 zu 1 mit zwei Beetspielen von der Seite. 147 Punkte. Also das ist natürlich ganz klar ein Fehlstart in so einem Turnier. Das ist eine gewisse Ernüchterung, die sich jetzt hier schon breit macht. Ich bin nun niemand, der sehr früh das Handtuch schmeißt. Aber das wünscht man sich natürlich nicht, dass man gleich mit so einem schlanken Ergebnis hier startet, denn jetzt müssen natürlich die nächsten beiden Serien richtig wie auf Schienen laufen, wenn da für mich noch was gehen soll. Und ob das gelingt, das sehen wir demnächst.